Jammerlappen und Co. Heute mit der Frage von Valentin. Wie kann es sein, dass Jesus der Sohn von Josef und gleichzeitig auch von Gott ist? Hallo, liebe Kinder! Hallo, Valentin! Du hast ja eine tolle Frage gestellt. Wie kann es sein, dass der Jesus Josef als Papa hat und Gott als Papa hat? Wie ist denn das? Ich habe mal den Pfarrer Herbert gefragt und der hat mir das erklärt und das erzähle ich euch jetzt. Es gibt ja auch heute viele Söhne, die haben einen Papa, der sie damals mit der Mama gezeugt hat. Das ist der leibliche Papa. Und dann hat die Mama vielleicht nochmal geheiratet, einen anderen Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt. Und das ist dann der soziale Papa, der sich um den Sohn kümmert, auch wenn er ihn gar nicht gezeugt hat. Ja, so gibt es Väter, die leibliche Väter sind. Und es gibt Väter, die sind nur soziale Väter, weil sie sich kümmern. Ja, und so ähnlich stelle ich mir das auch mit dem Jesus und Josef und Gott vor. Der Jesus, als der schon groß war, da hat er sich vom Johannes, dem Täufer, taufen lassen. Und als er damals im Jordan getauft wurde, dann ging der Himmel auf, so steht das in der Bibel. Der Himmel ging auf und der Gott ruft runter, das ist mein lieber Sohn, den liebe ich, an dem habe ich Wohlgefallen. Daher wissen wir, dass der Gott gesagt hat, das ist mein Sohn. Ja, deshalb sprechen wir heute noch davon, dass der Jesus Gottes Sohn ist. Trotzdem war aber der Josef sein Papa. Der Josef war der Mann von der Maria und der hat Schreiner gelernt, der hat eine Tischlerwerkstatt gehabt, der hat Möbel gebaut. Und der Jesus hat es sogar von ihm gelernt, er konnte das auch. Der Josef hat dem Jesus, seinem ältesten Sohn, alles beigebracht. In der Bibel steht sogar, dass der Jesus noch viele Brüder und Schwestern hatte. Ja, das heißt, er war nicht der einzige Sohn von der Maria und dem Josef. Da gab's noch andere. Einer hieß Jakobus. Und es steht auch in der Bibel, dass der Jakobus später, als der Jesus tot war, die Gemeinde in Jerusalem geleitet hat. Ja, Wahnsinn. Das heißt, für mich ist es so, der Josef war der soziale Papa, der hat alles gemacht für den Jesus. Und hat ihm alles beigebracht. Der hat ihm die Hand gehalten, wenn er Zahnschmerzen hatte. Der war immer da. Und der Gott, der war auch da. Der hat gesagt, dieser Mann Jesus, das ist mein Sohn. Und ihr sollt ihm mal ein bisschen zuhören, weil der spricht von mir. Und der erzählt ganz viele gute Sachen über mich. Hört dem zu, das ist mein Sohn. Ja, und so stelle ich mir das vor. Zwei Papas und beide gut. Schön für den Jesus. Ja, ich hoffe, Valentin, das hat dich überzeugt. Ich wünsche dir und allen Kindern alles Gute, alles Liebe. Tschüss.